Stony TV mit ein paar kurzen Impressionen, Eindrücken vom Koba Commerzbank Tischtennisturnier am heutigen Sonntag, den 19. Februar 2017. Das erste Turnier ist abgewickelt. Mit vorne dabei war er, Christopher Bedenk. Auch Stefan Pressel aus Gerolzhofen hat ganz gut mitgespielt. Neuansteiger in der zweiten Runde, Michael Lachmeier aus Unterleinleiter. Noch erste Kreisliga, aber er hat eben erzählt, die Mannschaft steigt vermutlich in die zweite Kreisliga. Ein Noppenkünstler, nicht mit allzu viel Punkten, aber mit einer extrem hohen Netzrollerquote. Das erzählt er selber freiwillig rum. Und ich musste das schon mehrfach büßen, andere auch. Er, auch wenn mir gerade der Name so überhaupt nicht einfällt, hat das erste Turnier gewonnen. Übt jetzt noch seine letzte Schwäche, nämlich das Schupfen. Oder vielleicht auch nicht. Was muss man Schupfen üben, wenn man Topspin kann? Der Turnierorganisator Stefan Schaub hat sich übrigens hier was ganz Tolles einfallen lassen, nämlich die sogenannte 10er-VIP-Karte. Das heißt, jeder Spieler, der einmal hier mitspielt, bekommt diese Karte und bekommt sie dann abgestempelt. Und wenn er 9 Stempel hat, dann darf er beim 10. Mal umsonst spielen. Das ist doch mal eine Idee zum Nachahmen empfohlen. Das ist seine bessere Hälfte. Und Platz 2 heute war Uli Müller, der Kürnacher. Guter Geist in Kürnach. Da gibt es immer einen Höllberg-Pokal. Jedes Jahr ein sehr schönes Turnier mit ganz tollen Pokalen. Handgeschnitzt, hätte ich beinahe gesagt, also Einzelstücke künstlerisch gestaltet. Die einen also noch wieder Uli beim Hamburger. Günter Richter, Haraldsberg in dieser zweiten Runde auch dabei, frisch eingetroffen, stärkt sich erstmal. Die anderen schon fleißig beim Warmmachen. Meckenein übt auch immer noch das Schupfen. Linkshänder auch sehr spielstark. Und ganz hinten haben wir noch 2, die dabei sind. Köhler, Walzbüttel, Brunn, müsste das sein. Thank you.